jetzt weiter hoch. Sieht ja nicht gerade ein Land hier aus. Wer ist das? Slate? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Ach, das ist unsere Fähigkeit gewesen. Ich dachte schon, irgendein kurz vorm Tod stehendes Event. Ist ja auch geil. Tja, die Panzerfaust, die sitzt nicht umsonst hier. Vermute ich. Nehmen wir mal mit. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen! Habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren! Comstock hat nichts getan! Und doch, seht nach oben! Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet. Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden. Booker, hier ein Gewehr. Bitte sehr! Huch. Mehr habe ich im Moment nicht. Das ist ja interessant, dass sie uns einfach irgendein Scharfschützengewehr hinwirft. Und was ist los? Das gilt nicht, ja? Ja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Rockjockey unter nichts wie weg. Das Event hätte auch früher triggern können. Finde ich zumindest. So, hier haben wir nur Salze, wa? Und Licht. Was haben wir hier hinten, ne? Wir haben Gegner hier. Ganz ruhig, Junge. Jo, lad du mal nach, dann lad ich auch mal nach. Na. Oh, Feigling. So. Ein bisschen gesniped. Müsste auch mal sein. Alter, wo sind wir denn hier gelandet? Geht denn hier schon wieder ab? Und vor allem, wo finden wir dieses Buch? Das ist immer noch das, was mich so ein bisschen interessiert. Gesundheitskit. Aha. Hm, toll. Das ist nicht das Buch, was wir suchen. Gut, ist nur optional, aber... Ich würde schon ganz gerne durchziehen, das zu finden. Was hast du? So, Verkaufsautomat. Der bringt mir hier eigentlich nur... Das ist gut. So, da ist nichts.
Eieiei. Was ist denn das? Das sieht ja auch sehr komisch aus. So. Soda. Aber kein Buch. Wie ich das mir gerne wünsche. Da wirft es uns einfach mal so ein richtig gutes Scharfschützengewehr hin. Ich hab Geld gefunden. Na, her damit. Vielen Dank. Der hat nix. So, hier ist auch nichts, wa? Oh. Portemonnaie ist immer gut. So. Mal weg hier. So, hier ist auch noch was. Den machen wir einfach mal. Und überspringen dabei auch noch. So. So, dann gehen wir mal rein, wa? Oder haben wir hier draußen noch irgendwas? Nicht, dass ich wüsste, oder? Nee, nicht, dass ich wüsste. Hier ist wirklich nichts mehr. Und? Jo, hier ist nichts mehr. Gut, dann gehen wir mal... Ah, falsche Tür. Falsche Treppe. Geh mir aus dem Weg. Ah, danke. So. Jo, Bereich verlassen. Ah, ich vermute mal, das Buch finden wir jetzt auch nicht mehr. Das wäre jetzt natürlich echt böse. Aber gut, da kann man dann halt auch nichts machen. Dann ist das halt so. Ah, oh, man kommt nicht. Doch, kommt man. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Mhm. Wo sie jetzt das Schock-Schock in der Halle of Heroes. Ah, oh, werde ich dann wohl machen müssen. Zeit zu spenden, dann brauche ich nicht. Da ist noch ein Verkaufsautomat und der macht Waffen. Ah, verdammt. Die Fähigkeiten würde ich auch ganz gerne mal aufbocken. Sofern mir das mal... Ja. Schadensboost, Panzerfaust, Schadensboost... Genau, Scharfschützengewehr ist auch ganz doll wichtig. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate, der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Sind sie extra hier rausgekommen, ja? Bosskampf. Unser Prophet Vater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Oh ja. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Oh.
Gib uns das Schock-Jockey! Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Okay. So. Der Typ möchte uns wohl ans Leer. Zumindest hält er nicht gerade viel von uns. So habe ich das im Gefühl. Da kommen ja einfach mal ein paar Männer rausgerannt. Ich glaub's ja. Was haben wir denn hier? Das brauchen wir nicht. Das Radio brauchen wir auch nicht. Tasche durchsuchen, immer gut. Salz. Pistole. Okay. Was? So. Gold, cool. Warum kann man das nicht mitnehmen? Das würde bestimmt auch cool kommen. Da ist auf jeden Fall was richtig Gutes jetzt. Das nehmen wir mit. Da ist nichts drin, aber... Infusion. Mehr Magie. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ja, ein Lockpick mehr. So, komm mit. So, war hier noch irgendwas wichtig, Schönes? Bevor wir jetzt durch die Tür der Halle gehen. Oh. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Hauptsache, du versuchst es. Irgendwie erinnerst du mich ein bisschen an Prince of Persia. Also, das Spiel, was wirklich nur Prince of Persia heißt. Dort hat der Hauptcharakter ja auch so eine